So, Danny, da sind wir. Bevor du mich erschlägst, ich weiß, er steht wieder draußen. Das liegt doch einfach daran, dass hier Heulieferung gekommen ist und da hinten die Halle voll ist mit Heu, weil es die letzte Zeit geschüttet hat und Hans nicht wollte, dass der Scheiß wegschimmelt. Dann habe ich gebeten, den rauszufahren. Der steht aber auch schon ein paar Tage wieder hier draußen. Wie man hier vielleicht sieht, ist der schon länger nicht bewegt worden. Wenn auch immer die Scheiße hier liegt, was halt alles so hier rumfliegt. Naja, warte ich mal Weitwinkel. Ja, da ist halt ein gutes Stück. Gehen wir doch mal drum rum. Mit krachneuem Saurer-Logo. Schöner als ein Stern. So. Oh, leck um hier. Einen Blick in den Motorraum möchtest du sicherlich haben. So. Ich muss mal meine Sandbrille ausziehen. So, so sehe ich übrigens ohne aus. Hallo. Ja, Motor. Denke ich, relativ unspektakulär. Gelaufen ist er natürlich nicht. Wie ein langer Griff an den Krümmer beweist. Jetzt mit dreckigen Händen, egal. Jo, Ölstand dürfte passen. Da er nicht bewegt wird. Und auch keine Platten drunter sind, selbstverständlich. So, wir können auch gerne noch drunter. Hier kühler, ne? Auch soweit vollkommen in Ordnung. Mal Kennzeichen, das ist wirklich meine. So, wie du siehst, nichts schwarz, nichts dreckig. Bisschen Schwitz am Getriebe, oder das ist normal. Keine Placken und nichts unten drunter. Ja, Reifen, ne? Siehst du, ja, die sind, ne? Wenn ich da mal meinen Finger so reinstecke, tutti, kompletti. Der Dorsch scheint ein bisschen Luft verloren zu haben. Da steht wie gesagt schon ein Weilchen. Keile, beide da. Kraftstoff kann ich da nicht. Aber sind ja normale NATO-Kanister. Rückfahrkamera. Schiff, wie gesagt, mehr als abgelaufen. War ich aber vom Verkauf neu. Ich hatte einfach keine Zeit dafür. Bin ja eh nicht gefahren. Oh, ich Idiot. Ich habe Schlüssel im Auto liegen lassen. Ich laufe jetzt im Auto. Ich glaube, die zweite, heute mit Schlüssel. Naja, selber Tag, ey, ich bin am Ölen, das gibt's gar nicht. Es sind 36 Grad oder so gefühlt. Ja, Kraftstoffdeckel ist ein Mercedes. Einfach nur, weil der absperrbar ist. Der Originale ist natürlich noch dabei. Selbstverständlich. So, einmal Schlüssel. Einmal Türe. Hallo, Saurer. Wie du siehst, Druckluftwarner ist oben. Das heißt, wir haben hier keinen Saft drauf. Da sind sogar noch Spinnenweben am Lenkrad. Nichtsdestotrotz hat er wahrscheinlich immer noch im Kessel. Natürlich. Da liegt noch eine Flasche vom letzten Mal. Ach du Scheiße, guck mal, da sind sogar die Spinnenweben quer bis Lenkrad. Ich glaube, wir hatten gerade eben kurz gesehen. Na egal. Jo, lass dich von dem Fernthermometer nicht täuschen, der ist immer noch kalt. Du hörst auch hier, ne, das Zwischengetriebe hat null Druckluft, also gelaufen ist der nicht. Das ist einfach nur, weil es hier im Führerhaus so bullig warm ist. Jo, Gang ist draußen. Kaltstart wollte ich hier haben. Ich versuche mal, so alles Wichtige eigentlich nur ranzukriegen. So. Ist draußen Leerlaufanhebung und dann nehmen wir den mal mit Halbgas in Betrieb. Ölpumpe ist 8 direkt da. Schön. Lassen wir mal kurz ein bisschen Druckluft aufbauen. Servolenkung, ne? Natürlich auch. Lenkgetriebe ist ab.
gemeldet, es ist zu warm zum Filmen. Wie du siehst, kaum Bartentwicklung. Wenn die kalt sind, bleiben die immer ein bisschen blau. Das ist wie bei Magirus A. Bei den neueren BF16L. Ne, BF6L913, direkt in Spritzer. Wenn die Kolben kalt sind und die kriegen dort Diesel drauf, dann fangen die immer an, ein bisschen rum zu rauchen, blau. Wenn du aber 5 Meter gefahren willst, dann weg. Übrigens die Tasche, die du sehen wolltest. Also die ist genäht mit so einem komischen Beschlag. Ich hole mein Handy mal aus der Hülle, bevor mir das gleich abglüht. So, nochmal normale Größe. Das ist das, was ich eben gemeint habe, ne? Das ist vom Zwischengetriebe. Und das geht nur, wenn Luft da ist. Die war nicht da. Wenn der steht, so 2 Tage später zischt die immer noch, aber so eine Woche später ist dann Ruhe. Hier noch eine schöne kleine Figur. Und dann machen wir nochmal die Beifahrertür auf. Und dann gucken wir mal noch ein Werkzeug für dich, wa? Achso, komm. Komm. Bisschen schwarz, aber nicht wirklich viel. Übrigens, so viel qualmt er dann jetzt. Nach einem Gasstoß. Komplett weg. Komplett Ruhe. Okay, also Werkzeug. Ölkanne, original, natürlich gefüllt und wird auch benutzt. Und hier geht's dann los. Den Werkzeugkoffer behalte ich. Den Koffer behalte ich. Die pneumatische Fettpresse behalte ich. So, dann liegt hier eine zerfledderte Version vom Handbuch. Die habe ich aber noch gebunden. Die war vom Vorbesitzer noch hier drin. Das da ist Radmutternschlüssel, Warndreieck, die Franzosenaufkleber, die du bei uns mittlerweile brauchst. Dann Wortzange, die behalte ich auch. Die ist meinem Opa. Der schlägt mich, wenn ich die weggebe. Ein übliches Zeug, Warnwesten. Das da ist für die Radlager. Fett. Ein paar Haubengummis. Noch mehr Radschlüssel. All möglich anderer Kleinzeug. Klopapier. Riemen. Dann haben wir hier noch einen Ölfilter. Eine leere Dose. Hier Erdnüsse vom Vorbesitzer. Und dann dieses Ausbauwerkzeug für die Einspritzdüsen mit Anleitung. Ah ne, das ist das Ziehwerkzeug für die Radlager. Entschuldigung. Das andere müsste aber auch noch hier irgendwo rumgeistern. Oder kann ich das beim Opa leihen? Das kann auch beim Opa liegen tatsächlich. Das sollte ich glaube ich mal mit für bei einem Kunden die Dinger rauszuziehen. Ah ne, Quatsch, das ist das Ding da. Hier, er hier. Das da sind noch die Schlüssel von den ganzen Schlössern, die an dem Teil dran sind. Genau, das da ist das Ausbauwerkzeug für die Einspritzdüsen mit dem Filzreinigungsteil da. Warte, ich brauche mal gerade. So, bitte. Ne? Mach ich gleich nochmal zu. Ansonsten, das ist Öl. Kann man die Ölkanne ausgelaufen sind. Ja, toll. ja, hier hinten ist noch so Kleinzeug drin, so diese Unterstellholzer für unseren Wagenheber, der übrigens auch drin ist. Die Binde fehlt leider. Der Wagenheber ist hier in der Mitte mit Druckluftschlauch für Reifenfüllanlage. Da hinten ist noch 10 Meter Seil. Hat sonst noch was Interessantes? Achso, ja, Abschleppstange ist hier. Ersatzrad, Schlauch habe ich auch noch einen. 20 Meter Seil. Winde an sich, funktionsfähig. Können wir gerne testen, wenn du da bist. Genau, Bordwerkzeug. Da fehlt die Axt. Hacke und Schaufel sind da. Das ist die Umlenkung von der Seilwinde. Und das war's eigentlich schon. Meine ich mal. Hier ist schon das Typenschild. Mir glüht langsam die Hand ab von meinem Handy. So, dass der Drehzahlmäßig eben so ein bisschen gehoppelt ist, lag einfach daran, dass der noch in der Leerlauferhöhung drin war, weil das ein RQ-Regler ist, Leerlauf-Enddrehzahl. Ist ja nicht wirklich in der Lage, mittendrin sauber eine Drehzahl zu halten, sondern nur eine Leerlauf-Drehzahl. Das hörst du jetzt auch schön. Jetzt ist der viel sauberer, ne? Fällt viel schöner rein. Das, was du hier siehst, diese Flecken, das ist übrigens das Konservierungsfett, was hier rausläuft, ne?
Also das ist nicht irgendwie Wasser oder so, sondern da läuft tatsächlich die Konservierung. Hier steht es ja irgendwo so, mit irgendwas behandelt, bla bla bla. Ne? Da ist noch mal eine Anlassanleitung. Jo, und hier ist nur noch eine Bordmappe drin. Das TÜV-Bericht, der letzte. Und die Zulassungsbescheinigung drin. Also die Armo gesehen. Nord, das ist die letzte, bis 0323, ohne Mängel. Du hast ja gefragt hier wegen den Bremsen, weil man da nicht drin gucken kann. Genau, und das habe ich jetzt vor kurzem tatsächlich selber erst erfahren von einem, den ich auf dem Oldtimer-Treffen getroffen habe, der früher selber ein 2DM hatte. Und der sagte zu mir, muss man im Handbuch gucken unter Bremsen. Da steht drin, wie du siehst, wie viel Bremsbelag die noch haben. Und das ist relativ simpel. Da ist hier hinten die Einstellschrauben von den Trommeln irgendwo. Ja, da komme ich jetzt mit den guten Klamotten natürlich nicht hin, dann gucke ich von vorne. Und beim Saurer ist es so gehandhabt, du kannst die Bremstrommeln nachstellen. Und wenn du mit der, wenn du mit der Schraube, mit der Mutter am Ende von dem Bolzen angekommen bist, dann bist du Bremsbacken durch, dann sind die fertig. Und so gut wie die sind, können das nicht die ersten sind, würde ich nur behaupten, ganz frisch. So genau dasselbe. Wenn die Mutter da auf dem Anschlag von den Bolzen sitzt, dann sind die Bremsbacken fertig. Guck mal, ich finde die Seite garantiert im Buch nochmal, dann schicke ich dir das. Also da musst du auch keine Gedanken drum machen. So, ich weiß nicht, ob ich dir das alles nachher zusammenschneide oder ob ich dir das einfach in den Fitzeln schicke. Das ist das Auto in unscharf und für alles weitere würde ich behaupten, kommst vorbei. Guck schon an. Er steht hier, er läuft, hat eine geile Hupe und noch eine normale Hupe. Also alles, was das Herz so begehrt.